Und das ist halt, das Unschöne ist, es ist halt die Arbeit, die du eigentlich, also das ist das, was ich beim letzten Mal sagte, das Langweilige. Und für die, die jetzt bei YouTube zugucken, hallo und willkommen bei der Aufzeichnung. Genau, haben wir auch vergessen. Genau, willkommen zur Aufzeichnung. Schreibt Kommentare, tut es abonnieren und überhaupt. Weiter geht's. Genau, und wenn es live mit dabei sein wollt, jeden Mittwoch auf Twitch, Außer schaut's bei Dienstags. her. Aber das kündigen wir an und dafür einfach mal in den Discord kommen. Genau. Dann hätten wir den Teil auch erledigt. So, das heißt also, das gibt ein entsprechendes Rahmenkonstrukt außen drumherum, dass die API gleich bleibt und dass wir eben halt innen drin kurz ein bisschen austauschen können und eben halt ein paar Komfortfunktionen dazu bekommen. Dazu Es hat im gehört eben Übrigen halt die. Matthias bei YouTube einer einen Kommentar geschrieben, dass er das schon cool fände, wenn wir live so langweilig vor uns hin programmieren und er das echt gern anschauen wird. Ja, das heißt, man müsste ein bisschen kommentieren, was wir jetzt machen können. So. Die PubSub-Bibliothek hat so ein paar Grundfunktionen, das heißt, sie möchte gerne regelmäßig aufgerufen werden. Da gibt es diese Loop-Funktion. Der PubSub-Client hier, das ist das hier, der nennt sich hier Client. Und diese Bibliothek möchte gerne regelmäßig aufgerufen werden, und zwar mit dieser Loop-Funktion. Da müssen wir uns halt drum kümmern. Und nebenbei kümmern wir uns darum, zum Beispiel, wenn die Verbindung neu aufgebaut wurde, dass wir entsprechende Callbacks einsammeln und ausführen. Und du hast ja normalerweise den for i, mach irgendwas bis Bedingung finish. Du hast auch entsprechende vereinfachte For Loops, so es denn jetzt funktioniert und syntaxtechnisch einigermaßen okay ist. Das iteriert einmal über alles, was in dem diesem Vektor drin ist, durch. Wenn die Verbindung weggebrochen ist, wird eben halt auch das gleiche durchgeführt. Verbindung, es wird vermerkt, okay, Verbindung ist nicht mehr da, werden auch wieder On-Disconnect-Events aufgerufen. Das heißt also, das Ding kann dann irgendwas entsprechend machen, wenn es interessant ist für die Software, die drumherum läuft. Genau, es gibt eine Connect-Funktion, da sagen wir, wo wir uns hin gerne verbinden möchten, welchen Port wir benutzen möchten. Es gibt einen Standard-Port und das MQTTS würde bedeuten, eine mit TLS verschlüsselte Verbindung benutzen und darüber dann den MQTT-Datentransport unterstützt die aktuelle Bibliothek, so wie ich das momentan gesehen habe, nicht. Die Connect-Funktion geht halt dabei, nimmt den Host, wo wir uns hin verbinden wollen, den Port, das Use MQTTS, das ignorieren wir erstmal, zumindest für die Kaffeemaschine im ersten Schritt. Da gehen wir später noch bei. Und dann gucken halt durch, sind wir schon irgendwo verbunden? Dann trennen wir die Verbindung und verbinden uns dann neu. Und wenn Benutzername und Kennwort angegeben sind, geben wir die auch mit, wenn denn der Server das braucht. Disconnect ist relativ einfach. Wenn verbunden, dann Verbindung trennen, solange warten, bis Verbindung getrennt ist. Ja. Und der nächste Punkt, wo ich gerade bei bin, für das MQTT, wenn wir Daten zurückbekommen, sieht die Bibliothek einen Callback vor, den fülle ich gerade mit Leben. Das heißt, da nehmen wir entgegen, von welchem Topic das kommt, welche Daten da drin sind, wie lang die Daten sind, und jeden, den es interessiert, rufen wir auf und geben die Daten mit. Was jetzt noch interessant ist, sind wir hier diese Callbacks registriert haben. Wir machen ja einen Connect und Disconnect. Und so, MQTT, jetzt machen wir mal so ein bisschen. ASCII-Art ist, glaube ich, ganz schick dabei. Wie funktioniert MQTT? Hannes kann bestimmt erklären, was das ist. Kannst du das? Nö, Könntest du keine Ahnung, das? haben wir noch nie damit. Also, ich weiß, dass das irgendein Protokoll ist, wo man irgendwie mit Hausautomatisierung auch machen kann, aber ich habe mich tatsächlich noch nie damit beschäftigt. So, wir haben einen Server. Wenn es ein Linux-System ist, ist es wahrscheinlich ein Mosquito, der drauf läuft. Und wir haben Clients. Ja, das heißt also, es gibt eine zentrale Instanz, die MQTT als Server oder als Dienst bereitstellt, und es gibt Clients, die sich dahin connecten können. Ein super schlankes HTTP-basierendes Protokoll zur Übertragung von Sensordaten mit hierarchischer Struktur, hat der Bitswap geschrieben. TCP basierend, ja, nicht HTTP basierend. Das heißt, wir haben Clients, zum Beispiel unseren ESP32 mit dem PubSub-Client. Was jetzt passiert, beim Nachrichtenaustausch ist es so, ich als Client verbinde mich mit dem Server und sage dem Server, hey, hier hast du die Credentials, die ich dir mitgebe. Dann sagt der Server, okay, ich kenne dich. Dementsprechend kannst du Rechte bekommen, dass du nur gewisse Dinge machen oder abonnieren darfst. Das ist dann aber dem Server zu schreiben. Du hast dann die Möglichkeit zu sagen, okay, auf diesem Server gibt es Topics. So im Prinzip wie die Reddit-hierarchischen Strukturen sind für die einzelnen Foren. Du hast ein Tree, zum Beispiel Coffee Maker. Darunter hast du dann,
Dissens e Hayo. Und darunter kannst du dann wieder ein Topic haben, A0, ID, 3, 4, was auch immer denn die ID von deiner speziellen Maschine ist. Und darunter kannst du wieder Topics geben, Status, Water Level, Settings. So, und du kannst jetzt eben halt dir aus diesem gesamten Baum gewisse Themen abonnieren, wo du sagst, wenn dort Nachrichten auflaufen, gib mir bitte Bescheid. Und du selber kannst auch eben Nachrichten publizieren. Das heißt, du machst ein Publish. Publikation bedeutet, du schickst deine Nachricht dorthin an den Server. Du sagst, wo oder in welchem Ast du publizieren möchtest. Und jeder Client, der darauf abonniert hat, auf diesen Nachrichtenzweig, kriegt die Nachricht zugestellt. Okay. Du hast noch gewisse Quality of Service Flags, die du mitgeben kannst. Zum Beispiel Nachricht ist Fire and Forget. Wer sie hört, hört sie. Wer sie nicht hört, hört sie nicht. Dann stell sie mindestens einmal zu. Das heißt, die Nachricht kann auch bei Clients doppelt auflaufen. Oder stell sie genau einmal zu. Je nachdem, wie du deinen Server belasten möchtest und wie deine Netzwerkstruktur dahinter ist. Und damit können sich dann deine Geräte in deinem IoT-Zoo entsprechend unterhalten. Oder Nachrichten austauschen. Und du kriegst auch nur das mit, was dich interessiert. Ja, bin das heißt, wenn du irgendwo einen Lichtschalter hast und da wird drauf gedrückt und es interessiert dich nicht, kriegst du davon auch keine Nachrichten zugestellt. Es gibt darin noch so ein paar Spezialitäten. Du kannst sogenannte Wildcards einsetzen. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, von der Sense eHayo, alle Maschinen, die da sind, da hätte ich gern den Status zurück. Das heißt, du setzt dann hierfür für die Maschine eine Wildcard. Ist in der Hausautomatisierung, könnte es interessant sein, wenn du sagst, okay, ich habe alle meine Lichtschalter irgendwo und jedes Mal, wenn aus irgendeinem Schalter gedrückt wird, möchte ich zumindest eine Nachricht kriegen, dass irgendwer gerade irgendwo drauf getappert hat. Ja, macht Sinn, ja. So. Zum Beispiel, wenn du in der Alarmanlage bist, ist es echt schlecht, wenn keiner da sein sollte und es drückt jemand einen Lichtschalter. Ja. Oder Bewegungsmelder. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das Interessante bei MQTT ist, wie du deine Daten kodierst oder transportierst. Das ist dir überlassen. Also du kannst Binärdaten durch die Gegend schicken, du kannst, sinnvoll formatierte Textstrings durch die Gegend schicken. So. Und für diese MQTT-Broker, die du hast, das Home Assistant hat irgendwo einen mitlaufen. Das heißt, da kannst du auf gewisse Events lauschen. Du hast sowas wie das Node-RED, wo du eben halt auch Automatisierung hinterhängen kannst. Genug gezeichnet, das Ganze mit ein bisschen Leben füllen. So, das heißt, wenn eben halt Nachrichten ankommen, für die wir uns interessiert haben, wollen wir irgendwas aufrufen, was diese Nachrichten verarbeitet hat. Wir müssen jetzt aber auch nur uns merken, was uns denn interessiert. So, das On-New-Message. Wir geben ein Topic mit. Das heißt also, in unserem Objekt hier, in dem wir uns befinden, haben wir jetzt... Werden wir Mosquito einsetzen? Ja, also schon im Hintergrund. Ich werde wahrscheinlich einfach aus Bequemlichkeit zumindest für den Stream vorne vorweg ein Node-RED schnallen, wo ein Mosquito hinten dran sitzt. Also Mosquito als Server, für mich zumindest in der Hausautomatisierung, ja. Client-technisch, PubSub-Client, ich hoffe, das beantwortet so einigermaßen. Das heißt, wir schmeißen ganz kurz das Topic in unsere Topic-Liste und wenn wir verbunden sind, Client connected true ist, dann machen wir ein Subscribe, das heißt, teilen dem Ganzen mit, dass wir gerne von diesem Topic Nachrichten haben möchten. Der andere Punkt ist, wenn dein Disconnect vorkommt und wir uns als Callback dort anmelden möchten, müssen wir uns auch das merken. Das vermerken wir mit einem To-Be-Done-Fehler. Fertig. Ja, vor allen Dingen die MQTT-Verbindung ist eins der Dinge, wo ich sagen muss, bei einer Kaffeemaschine, ja, ist nice to have, muss aber nicht. So, Publish. Das ist auch interessant. Wir möchten eine Nachricht an den Broker schicken und das müssen wir auch wirklich nur tun, wenn wir mit irgendwas verbunden sind. Ansonsten ist es relativ sinnfrei. So, wenn wir verbunden sind, schicken wir an den Server die Daten. Das heißt also einmal das Topic. Geben wir ihm mit, damit er weiß, wo das Ganze hin soll. Und wir müssen ihm einmal Daten mitschicken. So, und hier ist es jetzt so in der Publish-Funktion, nämlich MQTT-Data entgegen. Das ist definiert als Topic, Data, Data Length. Das heißt, das hier ist überflüssig. Damit hätten wir da mal alles drin. Müssen noch ganz kurz im Header das Ganze anpassen, sonst wird er unglücklich. So, und dann werden wir auch damit durch. Dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Damit hätten wir so ein gewisses Basiskonstrukt. Und mit dem können wir jetzt eine Kaffeemaschine bauen. Oder versuchen, eine Kaffeemaschine zu bauen. So, denn die Idee dahinter. Können wir das Basiskonstrukt schon irgendwie testen?
Es macht nicht viel, aber ja, könnten wir. Theoretisch. Erstmal gucken, ob es kompiliert. Okay, dann lassen wir es mal gut sein. Es wird nicht kompilieren. Es wäre jetzt Ja. kitschig. Wenn es auf Anhieb kompiliert, Matthias, also das wäre jetzt echt kitschig. Nö, tut's auch nicht. Eben. Sag ja, das wäre kitschig. So, und schon geht's. Kaum fuhr nichts mehr im Dateisystem rum. Push ist fertig. Das heißt, wir können jetzt Richtung Kaffeemaschine umziehen. Wollt man das testen? Ob schon irgendwas geht? Jetzt will auch Frag noch für einen testen. Freund. Ja, ich würde aber nicht auf der Kaffeemaschine testen wollen, sondern ich will es mit dem M5-Stack machen, den ich liegen habe. Lass mich das WLAN eingerichtet. So, wir ziehen uns mal den MQTT-Client mit rein. So, das können wir aber erst machen, wenn das Wi-Fi verbunden ist. Testen wollen wir es. Scannen wir da mal rein. Wenn wir uns wieder verbinden konnten, dann verbinden wir uns mit unserem MQTT-Broker und das ignorieren wir. So, wenn wir verbunden sind, das noch den Lambda ausdrücken. Das mit nee, aber das habe ich anders damit rein und kriegt er da noch was zurückgeliefert beim Callback? Und Semikolon fehlt im Publish, schreibt der Cheat. Ja, immer der das lesen kann, weil ich sehe hier nur Matsch von dir. Lädst jetzt hoch. Ja. Auf was? Auf dein M5? Ja, auf dem 5-Stack. Der mit WLAN verbunden ist. Der per USB an dem USB-Hub hier hängt und der Achso. mit WLAN mit einem kleines Problem. Hier. Er wirft, also wenn er hier so etwas macht wie Core One panicked, also schon mal schlecht. Wieso, du hast doch einen Exception-Händler drin. Warum kümmert der sich nicht darum? Ja, das hier ist eher so die Kategorie, irgendetwas hat einen etwas größeren Fehler ausgelöst. Er sagt jetzt aber in dem Exception-Decoder, was ihm gerade auf den Magen geschlagen ist. So, dann schauen wir mal ganz kurz, ob ihn das irgendwie nicht so bekommen hat. So, siehe da, läuft. Na komm, macht man es richtig, ne? Wie hat Ja, es mal ein ehemaliger Arbeitskollege gesagt, Matthias, warum denkst du denn einfach vorher drüber nach, dass keine Fehler machst, dass einfach gleich funktioniert? so, ich habe dann hier mal ganz kurz was in Node-RED zusammengefuscht. Sieht man nicht, ist so winzig. Jetzt ist es zu groß, jetzt kann man nichts mehr erkennen. Jetzt geht's wieder. So, wir haben jetzt hier das Top-Extensions-IO. Da bist du im Weg. Da bin ich jetzt im Weg. Also, vielleicht, wenn man das jetzt hier so. Klappen wir das mal weg. Wir haben jetzt hier das Top-Extensions-IO. Da ist eine Nachricht angekommen. Unser I am here. Übers Ja, das Internet, ist ja. über WLAN. Genau. Und wo Du steht I siehst am here? hier Topic und unsere Nachricht. Die kommt quasi einmal, wenn man. Wie Genau. machst Und du diesen Connect Kreis? zur Steuerung. Wo stellt man das ein? VS Code. Ach so, das ist keine Windows-Funktion. Nein. Ja, das heißt, wenn er sich verbunden hat, Callback funktioniert, ruft das Ganze hier auf, wird ausgeführt, Daten werden übertragen, läuft. Also, check. Das geht schon mal. Ja. So, ich würde sagen, nachdem das mit dem MQTT funktioniert und wir es bedingt getestet haben, Lass was gut sein für heute. ja. Achso, oder laden's hoch. Und du magst es echt in dein Repository hochladen. Nee, Moment, Moment, Moment. Da müssen wir noch ein, zwei kurze Dinge machen. Und zwar. Da kommt das rein. Put your broker IP-Adresse in here, please, before you compile. Ja. To do. Cheat, genau. So, das Schöne ist, das kompiliert jetzt nicht mehr. Jetzt können wir es pushen. Vielen Dank allen fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Abos und Follows, die es uns reingeschneit hat. Und wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch. Na gut, dann allen eine gute Nacht. Bis spätestens nächste Woche. Mittwoch hätte ich gesagt.